Hallo, in dieser Konversation wirst du verschiedene Sätze sehen. Im Deutschen sind die Sätze Suppretto, Verbo, Oppretto geordnet. Los geht's. Entschuldigen Sie, ich suche einen weißen Mantel. Tut mir leid, wir haben keinen weißen Mantel. Haben Sie ein Hemd? Ja, wir haben ein Hemd hier. Dieses Hemd ist mir zu dunkel. Schauen Sie mal, ein helleres ist hier. Vielen Dank, das Hemd ist schön. Wie viel kostet es? Es kostet 50 Euro. Ich kaufe es. Bitte sehr, schönen Tag Ihnen. Danke, schönen Tag. Hier habt ihr eine Liste, die ihr braucht, wenn ihr einkaufen gehen wollt. Besonders, wenn ihr Klamotten einkaufen gehen wollt, wie Hosen, Blusen, Schal, Jacken, Taschen. Ebenso könnt ihr die Klamotten beschreiben wie kariert, klein oder die Farbe nennen, schwarz oder rot. Der Hauptsatz ist im Deutschen folgendermaßen gegliedert: Subjekt, Verb, Objekt. Die Hose als Subjekt, Verb ist, also sein, und Objekt weiß. Die Hose ist weiß. Wichtig bei einem Fragesatz ist die Reihenfolge anders. Zuerst kommt das Verb, dann das Subjekt und dann das Objekt. Also ist als Verb Subjekt die Hose, Objekt weiß. Ist die Hose weiß? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked und teilt es und folgt mir für mehr.